Un anniversaire de 30 ans d'existence du gouvernement, c'est quelque chose d'important et la communauté germanophone joue un rôle important dans notre pays, dans le paysage institutionnel. Et je trouve normal de venir rejoindre mes amis germanophones. Die sechste Staatsreform werde das Statut der DG sogar noch festigen. Beispiel konstitutive Autonomie. C'est-à-dire que la communauté germanophone devient en quelque sorte une communauté comme toutes les autres régions et communautés, ce qui est un pas en avant. Il ne faut pas oublier qu'il y a une quarantaine d'années, c'était les ministres fédéraux, les premiers ministres de l'époque, qui géraient directement la communauté germanophone. Heureusement, maintenant, on a la communauté qui peut gérer de nombreuses matières en faveur des citoyens germanophones. C'est une très, très grande avancée. Blick zurück. Die bisherigen Gemeinschaftsminister plauderten über die Anfänge. Ein Fazit: Vieles, was heute selbstverständlich ist, war damals alles andere als normal. Nein, auf keinen Fall neidisch. Man muss eben nur feststellen, 30 Jahre sind vergangen. Und in diesen 30 Jahren, ich habe es versucht, mit einem Zitat ein bisschen anzudeuten, wo es so einfach heißt, egal wie lange es dauert, irgendwie muss ein erster Schritt gemacht werden. Und wenn ich das so sehe, dann würde ich sagen, das Dauern dauert noch an. Da ja die Gemeinschaft doch noch nicht ganz am Ziele ihrer Vorstellungen ist. Das ist auch die Meinung der aktuellen Regierung. Ministerpräsident Karl-Heinz Lamberts ließ die Gelegenheit jedenfalls nicht ungenutzt verstreichen. Vollständige Autonomie in einem Belgien zu viert, so das Credo. Ich habe vor allem versucht, den Bogen zu spannen zwischen zwei historischen Forderungen. Die Forderung aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach diesem Rat mit Dekretbefugnis und eigener Exekutive und heute dann die Forderung aus der Resolution von Juni 2011, die auf das Belgien zu viert hinläuft. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, bei einem solchen Anlass auch die längerfristigen Perspektiven deutlich aufzuzeigen, vor allem wenn sie sich immer mehr durch die Gesamtentwicklung, auf die wir ja keinen Einfluss haben, verdeutlichen. Und natürlich habe ich auch konkret angespielt auf aktuelle Fragen der Staatsreform. Als da wären die Verhandlungen mit der wallonischen Regierung über die Weiterreichung der bisherigen und die Übertragung zusätzlicher Kompetenzen. Der Premier bat um Verständnis, sich in diese Angelegenheiten nicht einzumischen. So sieht das belgische Verfassungsrecht das ja auch vor. Da gibt es eine bilaterale Schiene und das ist nicht die Aufgabe des Premierministers, sondern der wallonischen Region. Aber der Premierminister hat natürlich auch da ein kleines Wort mitzureden. Glückwünsche gab es auch aus dem In- und Ausland, per Videobotschaft oder vom Rednerpult. Viele beschworen die guten Beziehungen mit der DG im Allgemeinen und die Verdienste des amtierenden Ministerpräsidenten im Besonderen. Ein bisschen Wahlkampf ist eben immer, auch an Feiertagen.